Brüder und Schwestern in Christus, als ich heute beim Aufwachen war und die Augen aufgemacht habe, habe ich mich sehr gewundert. Also so eine Verblendung habe ich nicht erwartet. Also meine Fenster gehen eben auf die Ostseite hinaus und da wird man von der Sonne geweckt. Heute war es besonders eindrucksvoll. Aber man weiß in seinem Moment nicht wirklich, was los ist, was ist jetzt passiert, dass es so hell ist. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die ähnlich den Jüngern widerfahren musste. Wir haben das sehr interessante Evangelium nach Johannes gehört, den Bericht über die, nicht wirklich über die Auferstehung, sondern über das, was danach passiert ist. Weil von der Auferstehung Jesu selbst berichtet keins der Evangelien, damit es klar ist. Nur von den Erfahrungen, die die Jünger mit dem Auferstandenen gemacht haben. Und solche Erfahrungen haben wir heute auf dem Tisch des Wortes. Zuerst sehen wir die Maria von Magdala, die voller Liebe zum Grab geht, mit der vollen Gewissheit, was sie da antreffen wird, den toten Jesus. Als sie ihn nicht findet, ist ihre Verzweiflung höchstwahrscheinlich noch größer. Also alles ist zu Ende gegangen. Jede Hoffnung auf ein Wiedersehen verloren. Und nicht einmal seinen Leichnam darf sie jetzt salben, ihn noch einmal, das letzte Mal sehen. Auch das wird ihr weggenommen. Und in ihrer Trauer wird sie dann getröstet. Zuerst von den Engeln, die mit ihr reden und versuchen ihr zu erklären, worum es geht. Sie versteht es nicht. Sie kann es nicht verstehen. Und dann, als sie getröstet wurde und keinen Trost fand, kommt der Auferstandene selbst zu ihr. Und sie erkennt ihn auch nicht. Er hat sich verändert anscheinend, sodass sie, die ihn wirklich lieb gewonnen hatte, nicht erkennen konnte. Erst als er sie beim Namen nennt, öffnen sich ihre Augen und sieht, wer da eigentlich vor ihr steht. Und das, was mich in dieser Geschichte erstaunt, ist einerseits der ganze Wettkampf, der hier stattfindet. Wer als Erster das Ganze berichtet und so weiter und so fort. Wenn man ein bisschen Bibelwissenschaft studiert hat, weiß man auch, oder sich mit der Bibel beschäftigt hat, dass eigentlich zwei Erzählungen sind. Die eine von Maria von Magdala, die zum Grab kommt, sieht, dass da niemand ist, dann redet sie mit den Engeln, begegnet Jesus und geht zu den Jüngern. Und reingeschoben ist eine Erzählung von Petrus und dem Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Das ist dann später reingeschoben worden, weil das ist, wenn man genau diese Erzählung liest, kommt es einem ein bisschen komisch vor. Zuerst kommt die Maria ans Grab, sieht, was los ist, nichts ist da, geht zurück nach Hause. Dann kommen die Jünger plötzlich, sie sehen auch dasselbe, gehen nach Hause. Dann weint die Maria am Grab und da erscheint der Auferstandene. Also das ist ein bisschen vermischt, das sind zwei Erzählungen, die zusammengeschmolzen sind. Und das ist nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, dazu bemerken, dieser Wettkampf zwischen den ersten Jüngerinnen und Jüngern Jesu, wer der Erste war, der ihn gesehen hat. Wer als Erste das der Welt verkündet hat, der gestorben ist am Kreuz, der ist von den Toten auferstanden. Und dieser Wettkampf ist uns in unserer Kirche abhanden gekommen. Wann hast du das letzte Mal jemandem von deinem Glaubensleben erzählt, von deiner Begegnung mit Jesus? Ich kann vermuten, bei den meisten von uns passiert es nicht so oft. Und ich glaube, wir müssen uns das Herz fassen und versuchen, so wie die ersten Jünger, mit allen Mitteln wirklich zu versuchen, ihn zu verkünden. Und den Jüngern
war es, also den Verfassern des Johannesevangeliums, war es nicht zu schade, da irgendwie den Petrus noch reinzuschieben. Der ist auch wichtig, der muss der Erste gewesen sein. Aber irgendwie sind die Frauen die Ersten gewesen. Also das ist für mich auch ein wunderbares Bild dafür, wie die frühe Kirche sich selber verstanden hat. Als eine, die den Auferstandenen verkündet. Warum ist es so wichtig? Weil das Paschalamm, wie wir es im Vers vor dem Evangelium gehört haben, geopfert ist. Es ist Christus. Das ist eine Anspielung auf den Auszug der Israeliten aus Ägypten, wo sie selber zuerst gestärkt von diesem Paschalamm, das jede Familie für sich schlachten musste und zubereiten musste, dann ins gelobte Land aufbrechen. Für uns ist Christus ein für alle Mal gestorben, wie Paulus es eines Tages dann schreiben wird in seinen Briefen. Ein für alle Mal. Und wir sind durch dieses Paschalamm so gestärkt, dass wir alles vermögen. Dass wir es vermögen, unser eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen und die Welt zu verändern. Diese Welt auch zu verkünden. Man muss sich nicht abschlachten, was wir sehr oft jetzt in diesen Tagen sehen. Wenn ich Nachrichten höre, höre ich nur von Krieg und wie man die Kriege da ausfechtet. Das muss nicht sein. Und wir als Christen sollten die Ersten sein, die diese Stimme Gottes in der Welt sind, die ruft Friede auf Erden, so wie bei seiner Geburt. Allen Menschen, das hat Jesus gebracht. Und wir sollen die Werkzeuge dieses Friedens sein. Weil er auferstanden ist. Und es ist, manchmal kommt es mir so vor, dass Ostern irgendein komisches Fest ist. Weil ja, da wird immer von der Freude geredet, von der Freude der Auferstehung, dieser Begegnung mit dem Auferstandenen. Sei ehrlich, kannst du diese Freude in dir erzeugen? Ich nicht. Sie ist entweder da oder nicht. Unabhängig manchmal auch von dem, was draußen passiert. Die Freude, von der die Bibel spricht und von der und die die Kirche in dieser Zeit verkündet, ist eine bisschen andere. Weil wenn du dich freust, magst du Dinge auch gerne für jemanden. Wenn du Freude hast an deine Frau, an deinem Mann, deinen Kindern, deiner Familie oder deinen Freunden, wirst du ihnen automatisch Gutes tun. Und es geht um diese Haltung, diese innere Haltung, die man in sich pflegen muss, weil Christus auferstanden ist, gebe ich der Welt alles, was ich habe. Also meinen Einsatz, soweit es meine Aufgaben zulassen, vielleicht meine Zeit, wenn es drauf ankommt, auch vielleicht mein Geld. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir untereinander diese Gaben austeilen. Es ist auch wichtig, aber wir sind für andere da. Aus dieser Freude der Auferstehung muss etwas wachsen. Es muss Früchte geben. Sonst können wir so oft Ostern feiern, wie wir wollen. Wir können jeden Tag die Osternacht feiern. Das wird nichts bringen, wenn man sich nicht aufrafft und versucht, so zu tun, als ob Jesus auferstanden wäre. Das ist eine gute Übung. Und es ist keine Selbsttäuschung. Es würden manche vielleicht, die sich in Psychologie und Psychiatrie auskennen, anders sehen. Aber ich schaue auf dieses aus dem Gesichtspunkt des Glaubens. Wir müssen so tun, so leben, als ob Jesus auferstanden wäre. Und ja, er ist wirklich auferstanden. Und ich lade euch alle dazu ein, an diesem Ostersonntag sich zu überlegen, wie würde ich leben, wenn ich es wirklich glauben würde, dass Jesus auferstanden ist. Wenn mein Glaube so fest und so groß wäre wie ein Berg. Wie würde mein Leben dann ausschauen? Und zu versuchen, hier und dort das umzusetzen. Das ist der Weg, zu dem Jesus uns einlädt.
Er will uns aus unserer Dunkelheit immer wieder neu herausholen, uns aufheben und uns diese Welt präsentieren auf seinen Händen, damit auch andere sehen, es gibt immer Hoffnung für alles, in jeder Dunkelheit, die uns begegnen kann. In den dunkelsten Stunden eines Lebens kann es auch Hoffnung geben. Man muss nur eines tun, sich immer wieder auf die Suche danach begeben. Und dazu lade ich euch ein. Sucht diesen österlichen Menschen in euch. Diesen Menschen, der an die Auferstehung Jesu mit voller Kraft und voller Überzeugung glaubt. Und versucht so zu tun, als ob es wirklich wahr wäre. Dann wird es auch für jeden von uns wahr und wirklich. Ich will niemandem vorwerfen, dass hier jemand zu wenig glaubt. Aber es geht um eine geistliche Übung, die man vollziehen kann. Und ich glaube, das ist kein schlechter Weg, um anzufangen. Weil der Glaube ist auch etwas, das wachsen kann. Und es hat keine Grenzen nach oben. Luft nach oben gibt es immer, sage ich gerne. Und das betrifft auch das Glaubensleben, das, wie wir glauben können und was wir als glaubende Menschen für diese Welt, für uns selber, für andere tun können.